Selbst aufrecht ist Julia Enders gar nicht so groß. 1,64. Ihr Objekt der Begierde dagegen misst 8 Meter in der Länge. Die 24-Jährige sieht doch wirklich ganz reizend aus. Danke. Ihr Untersuchungsobjekt eher nicht. Seit die Studentin 2012 bei einem sogenannten Science Slam den ersten Preis gewonnen hat, erkennt sie ihr Leben nicht mehr wieder. Erst bekommt ihr Auftritt unglaubliche Klickzahlen auf YouTube, dann ist ihr erstes Darmbuch erschienen. Wenn die angehende Medizinerin nicht auf einer Bühne steht, schreibt sie gerade an ihrer Doktorarbeit über ihre Lieblingsbewohner in ihrem Lieblingsorgan, Darmbakterien. Da die Forschung hier noch in den Kinderschuhen steckt, will Julia Enders selber noch ganz viel forschen, um ihren Darm richtig gut zu verstehen. So werden Bühnenauftritte eher die Ausnahme bleiben. Ich kann nur sagen, freuen Sie sich auf das nächste Gespräch und vor allem auf Julia Enders. Herzlich willkommen. War dieser Auftritt, dieser lange Weg hierher für Ihren Darm jetzt gut? Ich denke, es ist ein robustes Kerlchen. Ich pflege ihn ja auch und er ist mir wohlgesonnen und ich glaube, er schafft es bis hierhin. Also was ist denn für den Darm besser, wenn man steht, wenn man läuft, wenn man sich bewegt, wenn man liegt oder wenn man sitzt? Also generell, glaube ich, kommt er mit allem relativ gut klar. Was er nicht so gerne mag, ist viel Druck. Wenn wir sehr viel Druck auf unseren Darm ausüben, wir haben schon genug Druck im echten Leben, wir sollten den Ball flach halten, wenn es nicht nötig ist. Und der Druck kann von innen kommen und von außen? Ja, vor allem von den Bauchmuskeln. Tagsüber, viele machen das ohne zu merken, gerade wenn man so einen anspannenden Tagesablauf hat, dann krampft man sich schon mal so ein bisschen zusammen und das kann dann zum Beispiel auch zu Hämorrhoiden führen oder solche Dinge. Jetzt gibt es ein paar meiner älteren Zuschauer, ich weiß das genau, die sagen, was will diese junge Frau eigentlich über meinen Darm wissen? Und ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer, die weiß alles, auch über ihren Darm. Sie hat ein fantastisches Buch herausgebracht. Das heißt Darm mit Charme, alles über ein unterschätztes Organ. Und sie hat einen Vortrag gehalten, der im Internet verbreitet wurde. Wie viele Menschen haben sich da reingeklickt in der Zwischenzeit? Es sind mehrere Videos. Ich denke, es sind so ungefähr 1 Million. Es sind mehr als 1 Million. Ah, okay. Es sind viel mehr als 1 Million. Und schauen Sie mal rein, was die gesehen haben. Wir gehen mal den Durchgang durch. Wenn jetzt so verdautes Essen da ankommt und an diesen inneren Schließmuskel stößt, dann macht er reflexartig auf, lässt einen Testtappen durch und in diesem Zwischenraum zwischen dem inneren und dem äußeren Schließmuskel sitzen Sensorzellen. Die prüfen dann, ist das, was hier ankommt, fest oder gasförmig und melden das dem Gehirn. Und das Gehirn macht dann, was es mit seinem bewussten Bewusstsein so toll kann, es stellt uns nämlich auf unsere Umwelt ein. Sag dann also zum Beispiel du, ich hab geguckt. Gasförmig geht, wenn du es so leise raustwitchen lässt, vielleicht noch. Sie studieren Medizin, haben ein 1er-Abitur und möchten Wissenschaftlerin werden. Sie sind als Ärztin so gut wie fertig. Ich glaube, Sie brauchen jetzt nur noch so ein praktisches Jahr, ne? Ja, mein Staatsexamen kommt noch davor. Und, dann und was hat Sie denn jetzt auf die Idee überhaupt gebracht, über den Darm zu forschen? Also es waren so ein bisschen 3 Punkte, die mein Interesse langsam ergriffen haben. Und es fing ganz am Anfang an, da war ich erst 17, da wusste ich auch noch nicht, dass ich Medizin studieren würde. Und da habe ich, weil ich selber so eine Hautkrankheit hatte, angefangen, einfach mal mehr über den Körper zu lesen. Und ich war eigentlich sehr überrascht, weil ich dachte, das ist eigentlich irre, was die ganze Zeit, den ganzen Tag über hinter dieser Fassade hier hinten dran abläuft, was alles für mich gemacht wird, was für ausgeklügelte Techniken, wie wunderschön das teilweise aussieht oder wie klug es zusammengesetzt ist. Und der einzige Grund, warum ich es nicht auf dem Schirm habe, ist, weil ich es nicht mit meinen Augen sehen kann. Das ist irgendwie unfair auf eine Art oder verrückt und verhältnismäßig. Und wenn man dann so anfängt, wissenschaftliche Texte zu lesen, und da kam ich dann immer so ein bisschen tiefer, dann ist man doch sehr überrascht. Und am meisten überrascht war ich eigentlich über den Darm, weil ich da, glaube ich, auch einfach am wenigsten erwartet habe. Ich dachte, gut, die anderen sind irgendwie toll und aufregend und da geht was durch und kommt raus, hängt lässig im Bauch rum, pups ab und zu oder so. Aber dann zu sehen, für was dieses sehr verantwortungsvolle
anspruchsvolle, auch sehr sensible, feine Organ alles zuständig ist, fand ich faszinierend. Daraufhin habe ich Medizin studiert. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann während dem Studium immer mal wieder in so Löcher zu fallen. Also Löcher, wo ich nicht mehr weiterkomme, wo nur angeteasert wird. Also man sagte dann so, ja, der Darm ist die größte Kontaktfläche des Menschen zur Außenwelt. Nächstes Thema und das war's. Ich dachte, was? Nein, ich will mehr. Was heißt das? Halt. Wie genau. Groß ist die Fläche denn? Es ist unterschiedlich. Es gibt jetzt wieder neue Untersuchungen, die sagen, ein bisschen kleiner. Also da ist man sich doch jetzt gar nicht mehr so einig. Davor galt immer so das Hundertfache der Haut. Der Darm insgesamt, genau. Wenn der ausgerollt ist, das Hundertfache der Haut. Man hätte dann auch, man kann dann auch rechnen, wenn man mal all diese, es sind ja Falten, die man mit den Augen sieht. Auf diesen Falten sind ganz kleine Falten, die sieht man gerade nicht mehr mit den Augen. Und auf diesen Falten sind nochmal so kleine Ausstöpfungen. Würde man das alles mal glatt streichen, wären das 7 Kilometer. Mein lieber Freund. Also für uns wird da ganz schön was veranstaltet, dass wir so lebendig und beweglich und irgendwie ja, da sind. Jetzt gucke ich mal, ob ich bei Ihnen gelernt habe. Ja. Sie haben ein sehr schönes Bild erfunden, dass wir Menschen eigentlich aus 3 Schläuchen bestehen. Ja. Der eine Schlauch ist das Hirn mit dem Nervensystem. Genau. Der zweite Schlauch ist das Herz mit dem Blutkreislauf. Mhm. Und der dritte Schlauch ist sozusagen der Darm mit all dem, was im Verdauungssystem zu tun hat. Genau, sehr gut mitgelesen. Gut. Und das hat Sie so fasziniert, dass Sie beim Darm auch zu Erkenntnissen gekommen sind. Eine Ihrer wichtigsten Erkenntnisse, so empfinde ich das zumindest, ist, Sie sagen, wir sitzen falsch, wenn wir auf dem Klo sitzen und pupsen. Es ist zumindest eine sehr wichtige Erkenntnis für den Alltag, für das Alltägliche. Ja. Weil wir gehen ja zum Teil so 3-mal am Tag bis 3-mal in der Woche auf Toilette im Durchschnitt. Halt, doch. Ja. Sie sagen, 3-mal am Tag oder 3-mal die Woche ist noch normal. Das sind die Normwerte, genau. Also wenn ich nur 3-mal die Woche könnte, würde ich zum Arzt gehen. Wenn Sie subjektiv Beschwerden haben, dann ist das auch der richtige Weg. Wenn Sie aber eigentlich keine Beschwerden damit haben, sondern es Ihr Rhythmus ist, dann ist das Ihr Rhythmus. Dann bleiben wir doch mal bei dem Rhythmus. Nehmen wir mal an, ich gehe 3-mal am Tag. Okay. Dann sagen Sie und dann dreh dich um und guck, was du da hinterlassen hast. Ich finde, das ist so eine der grundlegenden Dinge, die man ab und zu mal machen kann. So ein kurzer Check-up, was habe ich da produziert, hinterlassen. Ich mag deswegen sehr gerne, im Buch gibt es diese kleine Lektüre zum Code. Meine Schwester, ich habe den Text meiner Schwester geschickt, die hat alle Bilder gemacht. Und sie hat wirklich so einen kleinen Rahmen drum gemacht, dass es aussieht wie eine kleine Lektüre. Da kann man dann mal nachschauen, kann sich die verschiedenen Konsistenzen... Suchen Sie mal die Seite. Ich zeige Ihnen das. Die findet man sofort. Ja. Das ist nämlich dieser dunkle Streifen, wenn man ja. Mein Buch... Aber es ist nett, dass Sie an Ihre Schwester denken, weil immer. Man muss sie unbedingt loben. Ja. Ohne die Schwester wäre das Buch ist wahrscheinlich nicht so gut geworden. Ja, also hier Fall. Steht Tipp 1. Ich traue mich nicht zu lesen. Das ist doch fabelhaft. Das ist von einem von zwei englischen Wissenschaftlern, Ärzten. Lesen Sie mal. Ich bin sehr kurzsichtig. Es gibt keine Möglichkeit, wie es in dieser englischen Sprache nicht schön klingen kann. Wir hatten zum Beispiel Typ 1, separate hard lumps, like nuts. Das wäre dann einzelne feste Kügelchen wie Nüsse. Oder der Optimaltyp des Kotes wäre dann Typ 4, like a sausage or snake, smooth and soft. Das klingt also. Ich finde, das klingt höchst edel und außerdem geht es nicht unbedingt darum, dass jetzt alle sich dauernd über ihren Stuhlgang unterhalten müssen. Das ist nicht meine Sache, wie ich darauf schaue. Aber es geht mir eher darum, dass wenn man überhaupt nicht drüber redet, dann gibt es eben auch viele Leute, die einfach denken, das, was sie da seit 30 Jahren produzieren, ist normal, weil sie es einfach nicht anders kennen. Und dann zu ruhig zu Hause mit sich selber das mal durchgehen, kann manchmal hier und da hilfreich sein. Also ich habe in den letzten Tagen mit einem Hocker geübt. Weil Sie sagen, wenn man auf der Kloschüssel sitzt, sollte man die Beine etwas angehoben haben, damit man in eine Art Hockstellung kommt. Und ich streite mich jetzt zu Hause mit meiner Frau, welchen Hocker nehmen wir? Weil was empfehlen Sie denn als Höhenunterschied? Ja, es ist erstmal, glaube ich, ganz interessant, so gewisse Gewohnheiten ab und zu hinterfragen. Und de facto ist es so, dass für uns Menschen das normale Sitzen oder das Stehen schon immer Arbeitshaltungen waren. Das heißt, da noch so ein Mechanismus, nämlich ein Muskel, der so einen kleinen Knick in den Darm macht und damit das Ganze etwas aufhält, bevor es gleich direkt auf die Schließmuskeln geht, ist eigentlich eine sinnvolle Sache. Und wir können das so ein bisschen nachbauen, indem wir uns nicht so wie auf einen Stuhl setzen, wenn wir auf der Toilette sind, sondern ein bisschen die Beine erhöht haben. Und ich habe zwei Arten von Rückmeldungen kriege ich da ganz
häufig. Die einen sagen, irgendeinen Hocker hingestellt, Beine ein bisschen hoch und es ging viel einfacher als davor. Und andere sagen, na, sie mussten erst so mit dem Oberkörper ein bisschen und ah, dann hatten sie die richtigen Winkel gefunden. Aber diese Stellung ist, erinnert mich an meine erste Ferienfahrt nach Frankreich. Das ist jetzt 60 Jahre her. Da ging man in die Toilette und stellte fest, die haben gar keine. Und dann war so ein Loch in der Mitte und dann so zwei Fußabtreter an der Seite. Und wenn man das dann da versucht, dann ist das die Stellung, von der Sie sagen, das ist das Optimum. Spätestens, wenn man die Fußabtreter erblickt, weiß man so langsam, was Sache ist und die Kloschüssel fehlt. Aber selbst da ist es auch nicht immer leicht. Wir sind es ja erstmal auch gar nicht gewöhnt. Man muss sich ja auch irgendwie gemütlich fühlen, wenn man auf die Toilette geht. Es ist so ein Raum der Sicherheit für einige Leute. Und da muss man für sich einfach den richtigen Winkel finden. Ein bisschen hockähnlicher könnte das Ganze unterstützen. Aber wenn es so oder so leicht von der Hand oder vom Hintern geht, dann braucht man es vielleicht auch gar nicht. Es geht so eher darum, sich vor dem Druck zu schützen. Sie haben ein ziemlich drastisches Wort benutzt, als man Sie gefragt hat, wie kamen Sie denn auf die Idee? Da hat irgendein, was hat der Freund Sie gefragt? Das war mein Mitbewohner. Ich wohne in Frankfurt in einer Sechser-WG, die ich alle mag, was man auch sehr selten so in der Konstellation findet. Und nach einer durchzechten Nacht war ich morgens in der Küche. Mein Mitbewohner kam rein und meinte dann, Julia, du studierst doch Medizin, wie geht Kacken? Und es war einfach ein sehr ehrliches, neugieriges Interesse. Und daraufhin dachte ich, na gut, damit habe ich mich vorher auch nie beschäftigt, weil ich dachte, Darm ist toll, Ende, muss ich nicht wissen. Dann musste ich ihm die Frage irgendwie interessanter beantworten als so und habe nachgeguckt und wir haben es ja eben gesehen im Clip, es ist ein sehr ausgetüfteltes Ja, aber Sie haben ein riesen dickes Buch geschrieben, das wird nicht das letzte sein, was Sie zu dem es Thema schreiben. Es geht ja auch nicht nur ums Kacken, zum Glück, sonst hätte ich das nicht hinbekommen. Sind Sie denn in der Zwischenzeit an eine Stelle gekommen, wo Sie feststellten, da muss man neu forschen, hier fehlt noch Basiswissen, da möchte ich was vertiefen, können Sie noch einen Nobelpreis kriegen dafür? Na, andauernd gibt es Stellen, die wahnsinnig kitzelig sind und die Forschung geht da auch gerade sehr explosiv dran. Es gibt ganz viel Forschung, gerade bei der Darmflora, bei den Darmbakterien, was die alles beeinflussen. Da ist das, finde ich, auch einfach spannend. Auch wenn wir da noch nicht alle möglichen Ergebnisse haben, die wir in die Praxis umsetzen, denke ich, ist trotzdem spannend für den Einzelnen zu wissen, wie kommen diese Wissenschaftler gerade drauf, den Zusammenhang von den Darmbakterien und Diabetes oder Rheuma oder unserem Körpergewicht oder unserer Fähigkeit zu lernen, zu erforschen. Das ist doch erstmal eine irrwitzige Vorstellung. Sie hatten doch damals als junges Mädchen, glaube ich, eine Art Schuppenflechte. Ja, ich hatte eine Hautkrankheit, die bei mir wirklich die Arme und Beine sehr... Und das weg? Das ist mittlerweile fast weg. Also und Sie sind der Meinung, weil Sie Ihren Darm besser kennen? Ich hatte damals, muss ich sagen, eine sehr unwissenschaftliche Art, damit umzugehen. Ich war 17 Jahre alt und habe einfach alles gleichzeitig probiert, was ich irgendwo gefunden habe. Deswegen kann ich es nicht so richtig gut auf einzelne Dinge zurückführen. Aber ich hatte das Gefühl, mit der Umstellung von meiner Ernährung und auch mit dem Ausprobieren von ein paar Bakterien hat es bei mir geklappt. Aber man muss immer wissen, es gibt Krankheiten und sehr viele Achsen und Faktoren. Deswegen preise ich den Darm auch nicht als die Heillösung für alles an. Aber er ist eine sehr spannende Achse, weil man kann ihn gut modulieren, anders als unsere Gene zum Beispiel. Warum musste ich 72 Jahre warten, um eine Frau wie Sie kennenzulernen, von der ich lerne, dass wir zwei Schließmuskeln haben? Soll ich Ihnen das jetzt beantworten? Ja, nein, aber Sie müssen mir erklären, warum sagt einem kein Arzt, dass nicht der eine Schließmuskel da hinten entscheidend ist, sondern der davor? Die sind beide wichtig. Es geht auch wirklich eher um das Zusammenspiel. Und ich muss auch sagen, ich höre das manchmal so auf meinen Lesungen als Feedback, da hake ich immer gleich ein, weil ich habe sehr großes Verständnis für alle Ärzte. Ich sehe die wirklich in der Klinik 8 Stunden und oft länger rumrödeln. Und die wünschen sich oft auch mehr Zeit, um was zu erklären. Aber das ist einfach nicht der Fall. Und da habe ich sehr, sehr großes Verständnis, weil ich sehe, wie stark, auch wie schwer diese Arbeit ist und wie viel Anforderungen dahinter stehen. Bei dem Wissen, was Sie haben, jetzt noch was für die Ewigkeit. Was sind die Todsünden? Was sollten wir unserem Darm nicht zumuten? Ich konzentriere mich immer eher lieber darauf zu schauen, was wäre gut, weil ich finde, das bringt mehr. Ich denke, es ist erstmal wichtig, wie wir vorhin gesagt haben, sich ab und zu mal umzudrehen, sein Outcome abzuchecken, um es mal in Anglizismen zu verpacken. Aber wichtig ist auch zu schauen, wie fühle ich mich zum Beispiel 2-3 Stunden nach dem Essen. Ich mag die Vorstellung, dass ich wissenschaftliche Fakten nehmen kann und damit ein klügeres Körpergefühl erstellen kann. Dann weiß ich zum Beispiel, 2-3 Stunden nach dem Essen ist so der größte Teil der Nahrung langsam im Dünndarm, auch angekommen.
angekommen, wird ins Blut aufgenommen und dann frage ich mich nochmal, wie fühle ich mich. Ein Stück Torte, großartig im ersten Moment, Chips, fantastisch. Und 2-3 Stunden später, nach riesig viel Süßigkeiten, fühle ich mich relativ müde. Und bei einem kleinen Gemüse habe ich vielleicht langsam schon wieder Hunger, aber ich bin irgendwie fitter. Deswegen mag ich es, Wissenschaft zu nehmen und damit irgendwie mich selber klüger auf meinen Körper reagieren zu lassen. Welches ist die wichtigste Seite in diesem Buch? Oh, na, ich finde, für mich persönlich könnte ich natürlich anhand der Themen nicht eins übers andere stellen. Aber ich finde natürlich die Danksagung wichtig, weil es für mich immer wichtig ist, mir zu überlegen, wem habe ich auch verdanken, dass dieses Buch da ist und dass es im größten Teil wirklich für mich alles sehr gut läuft. Also ich bin gerührt von Ihrem Vorspruch, bevor das Buch beginnt. Für alle alleinerziehenden Eltern, die so viel Energie und Liebe in ihre Kinder aufbringen wie unsere Mutter, für meine Schwester und mich und für Hedi. Und ich füge dem hinzu und für uns. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Alles Gute für Ihr Studium weiterhin. Danke.